Hallo meine lieben Schützen, ich begrüße euch zu der monatlichen Kartenlegung für die Paare und Singles. Diese Legung ist für Monat November und natürlich kann mit eurer Lebenssituation resonieren oder nicht. Bitte nehmt euch daraus das, was gerade zu euch passt und das, was nicht passt, bitte auf die Seite lassen. Die Karten habe ich schon vorgemischt und wir können anfangen. Die erste Karte ist für dich, also die erste Reihe. Ass der Münzen, sehr schön. Sechs der Münzen, auch eine sehr positive Karte. Und hier haben wir Bube der Münzen. Ja, drei Karten. Und alle Münzen. Also hier geht es schon um eine finanzielle Sicherheit. Hier haben wir bei deinem Partner 10 der Schwerter, die Sonne, ist sehr schön. Und hier haben wir Rad des Schicksals. Sehr gute Karten. Also hier Ass der Münzen, das ist immer Ass, das ist immer ein Anfang. Anfang für eine Phase im Leben, für eine Aufgabe, eine Situation. Und hier diese Karte verspricht was Gutes, was Positives, was die Finanzen angeht und natürlich diese Sicherheit in Partnerschaft. Und hier geht um Geben und Nehmen und eine ausgewogene da sein, also miteinander sein, um eine ausgewogene Geben und Nehmen, eine Balance im Leben, also sehr positive Karte. Und gleich daneben haben wir Sechs der Münzen, auch eine sehr gute Karte, ein Erfolg, dass die Karte verspricht ein Erfolg. Hier geht es um Toleranz, Großzügigkeit, Erfolg und eine optimistische Lebenshaltung, optimistische Streben nach Sicherheit, nach finanzieller, materieller Sicherheit. Hier geht auch um harmonische Zeiten mit dem Partner, füreinander sich öffnen, auch fordern voreinander. Also eine gute, fruchtbare Zeit. Hier haben wir Bube der Münzen, auch eine Karte, die ankündigt eine weitere Phase im Leben, eine stabile Phase, eine neue Phase auch. Ja? Also die drei Karten, kann man sagen, die sprechen dafür, dass wird was Neues kommen. Ja? Auf jeden Fall. Du wünschst dich das von Herzen und du machst alles in diese Richtung, dass du diese Sicherheit, diese Stabilität, was deine Beziehung, was deine Partnerschaft angeht, auch erreichen möchtest. Bei deinem Partner haben wir Rad des Schicksals, auch sehr positive Karte, zwei große bedeutende Karten aus den großen Arkana. Hier das Glück steht auf deiner Seite, also auf die Seite von deinem Partner. Natürlich dann spricht das auch für dich. Und hier haben wir die Sonne, also auch die Tore öffnen sich für euch und die Wege werden mit Sonne bestrahlt. Aber hier sehen wir 10 der Schwerter. Plötzlich eine Karte, wo mich gar nicht überrascht, weil ich muss sagen, wenn ich die Legungen immer mache, sehe ich dann immer eine ganz tolle Entwicklung, tolle Karten. Irgendwann kommt eine Störung, weil natürlich im Leben ist immer weiß und schwarz und nicht nur weiß, da wo viel Gutes ist. Ja, da müssen auch irgendwelche kleine Schwierigkeiten kommen. Aber wir schauen weiter, warum dieser 10 der Schwerter auf die Seite von deinem Partner jetzt gekommen ist. Weil diese 10 der Schwerter zeigt, dass man aufgegeben hat. Man möchte nicht mehr, man ist fertig, man hat die Kräfte verloren, man möchte andere weggehen. Dieser Weg war
nicht der richtige Weg. Und jetzt müssen wir weiterschauen, was das bedeutet. Aber wir fangen jetzt von hier an. Der Eremit, Ass der Stäbe, Mäßigkeit, gute Karten. Ja, hier haben wir schon drei der Schwerter. Zeigt, dass da etwas ja nicht in Ordnung ist, aber wir gucken weiter. Hier haben wir Ritter der Stäbe und die Liebe, zwei der Kelche, also sehr schöne Karten, muss ich sagen, super gute Karten, aber das ist die kleine Störung. Und hier diese Karte sagt, dass man sich soll Gedanken machen wegen der Partnerschaft, wegen dieser Weg, die man hier gewählt hat. Und man soll sich die Frage beantworten, was du möchtest, was möchte dein Partner? Ist das das gleiche Ziel oder sind das zwei unterschiedliche Ziele? Was möchtest du? Ja, wie fühlst du dich in deinem Leben? Ja, ist das ausgewogen oder ist es nur mehr von einer Seite? Ja, weil normalerweise das muss so sein, wie diese Karte zeigt, das muss so eine Balance sein. Also diese Karte von dem Eremit zeigt, dass man soll ein bisschen in Ruhe kommen, in Gleichgewicht kommen, sich einfach Gedanken machen über eigenen Lebensweg und natürlich was hier geht um, weil hier geht um die Partnerschaft, also Gedanken über diese Partnerschaft, wohin das soll das alles gehen, ja, wie hast du dir das vorgestellt und ja, und wie ist das, wie steht dein Partner auch dazu. Hier haben wir, was dein Partner angeht, also er möchte auch natürlich, da haben wir das Glück hier, die Karte, und hier haben wir zwei der Kelche, also sehr schöne Karte. Man sieht, dass der Partner möchte wirklich mit dir ehrlich durch das Leben gehen und ja, geben und nehmen. Das soll so eine, für ihn eine Partnerschaft auf die Augenhöhe sein. Mit sehr viel Vertrauen, mit Zusammenhalt, also alles, was dazu gehört, ja. Und das ist für ihn sehr, sehr wichtig. Hier haben wir Ass der Stäbe, sehr viel Power, sehr viel Energie, sehr viel Potenzial und auch was Neues wieder, da kündigt sich etwas Neues, ja. Mit sehr viel Energie, sehr viel Ideen, sehr viel Potenzial, also ja, auf jeden Fall, hier wird was Neues geben, ja, und das kommt von deiner Seite, das sind Karten, die sprechen für dich, für deine Haltung zu deiner Partnerschaft. Dein Partner natürlich auch, hier ist die Sonne, also er ist auch von der Sonne bestrahlt, was natürlich auch auf dich sich positiv wirken kann. Und er möchte das Leben mit dir auch genießen, ja. Ritter der Stäbe haben wir auch, ja, viel Wärme, viel Leidenschaft. Er möchte mit dir sich an das Leben erfreuen und ja, einfach das Leben im Leben sich ausleben, ja, einfach nicht stehen bleiben. Er möchte mit dir durchziehen, ja, in guten, auch in schlechten Zeiten. Hier die Karte zeigt er die guten Zeiten, aber ich sehe, dass wenn ich diese Karte sehe bei deinem Partner, dann man merkt, er möchte, ja, oder sie möchte. Also hier ist sehr viel Potenzial. Hier bei dir, ja, diese Münzen hier, das spricht dafür, dass du sehr viel Wert legst auf das Materielle, auf diese
haben, auf ja, die Finanzen. Und diese Karte zeigt ja, das muss man ein bisschen, diese ausgewogen muss sein. Ja? Man darf nicht nur auf eine Seite sich konzentrieren, man muss auch, um etwas in eine Partnerschaft zu erschaffen, was Positives, man muss wirklich passend dosieren. Ja? Also Gefühle sind wichtig. Natürlich diese materielle Sicherheit ist auch sehr wichtig, aber da gehört noch viel mehr dazu, ja. Die Toleranz, das Verständnis gegenüber, Loyalität. Also sind viel, viel, viel andere Sachen, die ja diese perfekte und diese ausgewogene Partnerschaft ausmacht. Und diese Karte spricht dafür, dass man sich soll im Leben entwickeln, aber diese Ausgewogenheit immer, immer behalten. Und das hier, da habe ich mir, ja, wenn ich das so sehe, da mache ich mir die Gedanken, woher kommt das? Und aber hier sehen wir, diese Karte zeigt schon, du musst dich ein bisschen Gedanken machen über dein Leben. Diese Karte zeigt bei dir, du sollst auf diese Ausgewogenheit achten. Kann sein, dass dein Partner ein bisschen zu kurz kommt, was die Gefühle angeht, ja, was die Liebe angeht, weil ich sehe auf deiner Seite keine Liebe. Das ist nur Streben nach dieser materiellen Sicherheit, ja, was natürlich sehr wichtig ist, aber wenn es nur solche Karten kommen, lauter Münzen und hier Karten, die dann noch hinweisen, ja, vielleicht das, auf das kannst du noch aufpassen und da musst du dir Gedanken machen, aber keine Karten, die zeigen die Kelche, diese emotionelle Seite. Na, dann kann ich mir schon Gedanken machen, dass dein Partner einfach hier traurig ist, weil er möchte mehr Liebe empfangen. Ja? Er möchte dir Liebe geben und er gibt wahrscheinlich dir Liebe, aber er kommt, da kommt nichts zurück. Ja? Vielleicht nur Verlangen. Verlangen auch in diese andere Richtung. Wie gesagt, hier ist alles andere wichtiger als die Gefühle, weil diese Karte hier, die zeigt Herzschmerz. Natürlich, die Karte kann auch mit einer anderen, dritten Person verbunden sein. Ja? Es kann sein, dass sind irgendwelche Neider, die euch diese Partnerschaft nicht gönnen. Oder ja, vielleicht hast du einen heimlichen Verehrer, der dich jetzt ein bisschen durcheinander macht, ja, und dein Partner ist jetzt neidisch, eifersüchtig, sage ich ja, eifersüchtig. Und es vielleicht das macht ihm diese Herzschmerz, ja. Vielleicht es ist diese Eifersucht, ja, weil du zeigst ihm nicht, wie er dir wichtig ist oder sie dir wichtig ist, ja. Also hier die Gefühle kommen zu kurz und wahrscheinlich deswegen ist dieser Herzschmerz. Natürlich, das kann auch eine andere Ursache haben, aber für mich so nach dem Gefühl und nach dem, was ich hier sehe von den Karten, da würde ich sagen einfach, dein Partner fühlt sich nicht sehr akzeptiert, ja. Er braucht noch ein bisschen von dir mehr diese Liebe, diese Zuneigung, ja, es ist sehr, sehr wichtig. Deswegen wahrscheinlich er ist hier so zerstört und trauert einfach, ja. Wie gesagt, das kann auch diese eifersüchtig sein, Eifersucht sein, einfach aus dem Mangel, weil er fühlt sich hier in dieser Partnerschaft ein bisschen, ja, dass er zu kurz kommt, was die Gefühle angeht. Aber wir gucken, was die Karten noch dazu sagen und weil ich muss das klären, diese Sache. Also hier haben wir Prinz der Schwerter, okay, Ritter der Schwerter und haben wir Achte Kelche, ja,
Ja, also das sind Karten, die zeigen, dass er kämpft um sich, für sich, um die Gefühle bei dir wahrscheinlich. Ja, er kämpft gegen diesen Schmerz, weil die hier, diese Kelche, die sind nicht aufgefüllt. Ja, das ist eine Kälte hier, eine Gefühlskälte. Und er ist einfach kaputt, er kann nicht, ja, er kann nicht weiter, er braucht das. Ja, also ich sehe hier eindeutig einen Kampf, ja. Er ist hier wirklich dieser Kampf, dieser Prinz der Schwerter, der zeigt auch, dass man über die Leichen geht, ja. Und vielleicht er hat sich so angestrebt hier, dass er zu diesem Zustand hier gekommen ist, ja. Und diese Karte hier, die zeigt, man soll diese Ausgewogenheit behalten, ja. Man in allem, egal was man im Leben anfasst, man soll das richtig dosieren, sonst wird dieses Gleichgewicht zerstört sein. Ja, und die Beziehung natürlich, Partnerschaft, da gehört viel mehr dazu, wie ich gesagt habe. Jetzt gucke ich noch diese Karte, was hier zu beachten ist. Hier haben wir Königin der Scheiben. Okay, gut. Hier haben wir den Wagen und hier haben wir Prinzessin der Schwerter. Königin der Scheiben, das ist auch eine Karte, die spricht natürlich das auch wieder Münzen, weil Scheiben, das sind Münzen. Hier geht um Sicherheit wieder, ja, um Sicherheit. Das ist so eine Haltung. Die Königin, ja, die hat was im Leben erreicht und sie möchte sich auf diesen Erfolg jetzt ein bisschen ausruhen. Und das ist wahrscheinlich dir auch sehr, sehr wichtig, wie ich vorher gesagt habe. Hier ist für dich diese Sicherheit extrem wichtig, ja, aber fällt so ein bisschen Leichtigkeit in den Ganzen, ja. Diese Leichtigkeit, diese einfach so, wie er sich hier wünscht, das Leben unbeschwert zu genießen. Ja, das gibt's nicht. Hier ist natürlich auch der Wagen, der zeigt neue Ziele. Ja, du hast, die Ziele sind da. Ja, wo etwas wieder in Rollen kommt. Schnelligkeit wird hier angesagt. Das kann man mit dieser Karte auch sehr gut ergänzen. Weil der Wagen ist schon eine sehr gute und starke Energie, aber auch wieder keine Gefühle, ja. Das geht nur um Machen und Tun. Und hier haben wir noch die Prinzessin der Schwerter. Auch eine Energie, die zeigt, dass man wird kämpfen, dass du wirst kämpfen um das, was du erreichen möchtest, um deine Ziele, die du dir gesetzt hast. Und ja, das ist, da sehen wir hier keine Kelche, ja, keine Gefühle. Also ich gehe davon aus, dass nur eine vorübergehende Phase ist. Natürlich, wie gesagt, die Legung kann auf dich zutreffen oder nicht. Wenn das wirklich so ist, ja, dann muss man sich wirklich die Gedanken machen, so wie diese Karte auch zeigt. Man soll schauen, was möchtest du von dieser Partnerschaft? Was ist dir wichtig? Und natürlich den Partner auch da auch einbeziehen, ja, und gucken auch, was er will oder sie will. Das ist sehr wichtig. Natürlich, diese Legung kann sich auch spiegeln, ja. Also wenn das jetzt sagst du, nein, nein, das geht gar nicht, ja, das ist eher andersrum, ja, das kann auch sein, weil die Karten können sich natürlich spiegeln. Also hier wird geraten, so wie die Karten hier auch zeigen, ich habe das schon erwähnt, diese zum Balance wiederkommen, aber sich vorerst die Gedanken machen, was ist wichtig in dieser Partnerschaft für uns beide, dass da wieder ein gemeinsames Ziel gefunden wird.
Ja, nicht nur das Streben nach irgendwelchen Sachen, was material ist oder ja, die Kinder, ja klar, das ist immer Stress, ja. Heutzutage das Leben ist halt stressig, aber man muss sich auch Zeit nehmen und diese Zweisamkeit auch genießen, sonst wird man sich im Leben auch verlieren. Für die Singles muss ich sagen, für die Singles, ja, das ist ungefähr das Gleiche. Hier haben wir auch, ja, der Ast der Münzen zeigt, du bist bereit, was geben, aber du möchtest auch empfangen. Also um nichts gibt es nichts, ja. Ja, für nichts gibt es auch nichts, so wollte ich das sagen. Und ja, für dich ist halt sehr wichtig, dass das sich stabil entwickelt und gut entwickelt, eine Partnerschaft. Das ist schon gute Voraussetzungen, aber ich muss sagen, ich sehe hier auch keine Gefühle, keine Karten, die dafür sprechen, dass da sich etwas entwickeln. Obwohl ich muss sagen, hier haben wir den Ass, der Stäbe, und da ist sehr viel Leidenschaft. Und es kann sein, dass sich jemand diese Monat auch zeigen wird, ja. Und kann sein, dass ja aus dieser Begegnung wird sich auch was entwickelt. Aber du sollst diese Balance hier behalten, und auch natürlich, ja, sich die Gedanken machen, was du willst, was ist dir wichtig, und dass das auch mit zu den anderen passt. Weil wenn die Menschen zwei unterschiedliche Ziele haben, dann wird die Partnerschaft auch sich nicht entwickeln, ja. Und wenn man schon am Anfang das geklärt hat, ja, dann hat man mehr Chancen, weil natürlich nur die Liebe und Leidenschaft und ja, die Hormone und so weiter, das reicht am Anfang, ja, aber irgendwann dann, man merkt, da gehört viel mehr dazu. Okay, meine Lieben, also ich sehe, wie gesagt, sehr gute Karten für euch, die kleinen Störungen, die da sind. Die kann man natürlich beseitigen, wenn man sich da ein paar Gedanken macht. Ansonsten alles super. Und ja, ich hoffe, dass dieser Monat wird für euch sehr schön und ausgewogen sein. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich bedanke mich auch auf eure Klicks und Abos. Und natürlich, ich freue mich immer wieder, wenn neue Abonnenten kommen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns nächsten Monat wiedersehen.